Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Ankündigungs- bzw. Infovideo. Ja, eigentlich ist es nur ein normales Infovideo. Ja, Fakt ist, ich habe mal wieder ein paar Dinge zu sagen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war diese Woche der Upload eigentlich relativ normal. Wieder, das liegt daran, weil ich eben wieder zu Hause bin. Berufsschule ist erst wieder November, von daher habe ich jetzt Zeit, regelmäßig was hochzuladen. Also FM13 mit Schalke geht sowieso weiter wie immer. Dann nochmal was. Erstmal danke, ganz großes Danke an 150 Abonnenten bis jetzt. Innerhalb eines Jahres also 150 Abonnenten gesammelt. Das finde ich schon eine ganz schön gute Sache. Also vor ungefähr einem Jahr habe ich ja angefangen, habe das genaue Datum nicht mehr im Kopf. Aber wie gesagt, das finde ich schon eine schöne Sache, 150 Abonnenten. Hoffe, es werden noch mehr, also dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Die Beteiligung an den Kommentaren ist ganz in Ordnung, finde ich. Immer sehr kritisch auch gehalten, habe ich auch schon im 13. Let's Play immer wieder gesagt. Finde ich alles sehr gut. Nicht zu kritisch natürlich, nein. Na, ansonsten, ja, bitte macht weiter so, Leute, und erzählt noch weiter rum. Der Kerl ist gut, ja. Gut. Das nächste ist, was steht auf meinem Zettel hier? Facebook, genau. Ich bin ehrlich modern geworden und ja, mach das ganze Mainstream-mäßige mit. Hab jetzt, ja, eigentlich kann man sagen, scheiße, ne, aber irgendwie ist es doch ganz gut. Ich habe nämlich jetzt auch eine offizielle Facebook-Seite. Einfach mal reinklicken, müsst ihr jetzt genau an dieser Stelle reinkommen, das Ding. Von daher, ja. Drückt gefällt mir, gebt mir einen Daumen nach oben und dann wisst ihr noch besser Bescheid als sonst, denn dann kann ich mich ganz kurze Infos immer mal wieder bei Facebook posten und muss es nicht extra ein Interview packen oder brauche es nicht bei YouTube posten, was eh kaum einer liest, weil das die ganze Videoflut da total überladen ist da immer. Von daher kann ich das da denn in Facebook reinschreiben. Da liest man, glaube ich, doch ein bisschen intensiver als bei YouTube die ganzen Nachrichten, ne? Also okay, auch auf YouTube wird man natürlich kein einziges Video mehr verpassen, allerdings muss ich da noch ein bisschen was dran fuchteln und zwar habe ich noch nicht rausbekommen, wie ich so eine separate Facebook-Seite einfach mit meinem YouTube-Account verbinden kann. Ich kann bisher immer nur mit meinem eigenen Facebook-Page verbinden und das will ich ja natürlich nicht, das bringt ja natürlich nichts, das braucht ja kein anderer wissen, was ich da für Videos poste, das soll nämlich auf diese Hensafan1993-Seite gepostet werden. Das müsst ihr noch rausfinden, wenn ihr mir da helfen könnt, bitte gerne in die Kommentare schreiben oder private Nachricht, glaube ich, geht sogar noch besser. Ja, dann bin ich in Arbeit, mir einen neuen Skype-Account zu erstellen. Was heißt neuen? Also mir einen Skype-Account zu erstellen für diesen jeweiligen YouTube-Account, wo ich denn zum Beispiel mit Partnern vielleicht mal was zusammen aufnehmen kann. Mit Baumi habe ich halt mal was zusammen aufgenommen. Wo man auch denn kommunizieren kann über, wie sagt man? Ja, wo man einfach so kommunizieren kann, was einem leichter geht als private Nachrichten schreiben. Natürlich werde ich da nicht immer online sein, aber ich werde versuchen, da des Öfteren mal online zu sein in diesen Skype-Accounten. Also da bestelle ich mir den eigenen Skype-Account. Ist noch in Arbeit, beziehungsweise ich bin momentan noch nicht dazu gekommen. Zu der Facebook-Seite bin ich endlich dazu gekommen, ja. Ja, und dann, was gibt's noch? Ja, FM13, kann man sagen. Also Facebook haben wir jetzt abgeschlossen. FM13 und eigene andere Projekte. FM13 geht natürlich ganz normal weiter mit Schalke, ganz klar, logisch. Da wird auch erstmal nichts anderes kommen. Also von Fußballmanager 13 habe ich nichts anderes in Planung, außer mit Schalke. Da setze ich mir eine komplette Konzentration drauf. Das wäre fatal, jetzt noch ein zweites FM-Projekt anzufangen. Das kriege ich einfach nicht auf die Birne. Nee, da bringe ich zu viele Sachen durcheinander. Dann haben wir schon welche vorgestellt. Schangelt Hansa an. Nee, erstmal breche ich Schalke nicht ab und nebenbei Hansa ist auch irgendwie doof und allgemein, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich mit Hansa überhaupt nicht spielen kann. Ich habe privat noch nie intensiv mit Hansa Rostock gespielt, höchstens mal eine halbe Saison. Dann verging mir die Lust, ganz einfach, weil es einfach zu unrealistisch war. Sicherlich ist es schön, denn die mal besser zu sehen, als sie in Wirklichkeit sind, aber ist mir einfach zu unrealistisch. Ich mag den Realismus da noch nicht rausnehmen, zumal ich mich da von vielen Spielern nicht trennen kann, weil ich die alle sehr gut kenne, weiß genau, wo die spielen können. Und am Ende könnte ich die Mannschaft dann nicht verbessern und würde Hansa Rostock nicht mehr... Am Ende würde Hansa Rostock nicht mehr Hansa Rostock sein. So. Alles klar, das ist die Begründung, warum ich nicht mit Hans Rostock anfangen kann. So, dann, ja, Spyro the Dragon ist beendet worden gestern, an dem wunderschönen Donnerstag. Leider mit ganz, ganz schlechter Resonanz. Also der Hauptaugenmerk bei mir, mein Abonnent liegt also ganz klar bei FM. Trotzdem kein Grund, dass ich noch ein weiteres FM-Projekt starte. Nein, wie gesagt, das geht einfach nicht. Deswegen wollte ich einfach euch mal die Frage stellen, was für, ich würde schon gerne noch ein Projekt neben FM laufen lassen. Ich kann zwar, weil ich Zeit habe, kann ich jeden Tag FM13 kommen, eine Folge, aber eigentlich würde ich schon so zwei Tage die Woche noch ein anderes Projekt laufen lassen, weil ich einfach Bock drauf habe, ein anderes Spiel zu kommentieren. Also ich kann, wie gesagt, PlayStation 3 Spiele kann ich nicht aufnehmen, aber PS2 und PS1 Spiele könnte ich über einen Emulator aufnehmen. Das würde kein Problem sein. Dann habe ich für den PC, habe ich dann noch PES 2013, da habe ich drauf, habe ich auch kaum gespielt. Bislang habe ich es nur geholt und kaum gespielt. Naja gut, ich bin ein guter Geldscheffler, ich weiß.
Was habe ich noch? GTA 4. Habe ich schon öfter mal angekündigt, aber GTA 4, also die ganzen Stories da, also müsst ihr entscheiden. Ihr könnt mir gerne noch ein Spiel vorschlagen. Vielleicht habe ich es ja. PS1-Spiele von mir ist gerne. Ich habe da einiges im Petto. Kann ich immer noch sagen, ob ich die habe oder nicht. Also, da könnt ihr mir ruhig ein paar Vorschläge machen. Es sei denn, ihr wollt nur FM13 sehen auf meinem Kanal. Dann bleibt Schalke natürlich ganz klar das Intensive da. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht groß was zu sagen. Gut, ich habe ja schon wieder 5 Minuten eurer Zeit gestohlen. Seid ihr schon wieder sehr sauer drüber. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, wer weiß, wie ich meine Facebook-Seite mit YouTube-Account verbinden kann, Bescheid geben. Ich habe das bisher noch nicht rausgefunden. Sag, dass ich einfach unter Konto verbinde. Da verbindet er mich nur mit meinem privaten Facebook-Account. Also das bringt nämlich nichts. Gut, damit danke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. FM 13 geht natürlich morgen wieder weiter. Logisch, brauche ich nicht zu sagen. Und dann danke für eure Aufmerksamkeit nochmal. Und das war's eigentlich von mir. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.